Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen auf meinem Kanal. Es ist Adventdeko-Zeit. Auch für den Kopf. Einfach mal was Lustiges zwischendurch. Meine Tochter hat jetzt gemeint, ich soll das auf gar keinen Fall anziehen. Aber mein Mann hat gemeint, doch, unbedingt. Ich finde, gerade in den jetzigen Zeiten ist auch mal ein Spaß erlaubt, oder? Ich zeige euch heute zwei Vasenfüllungen, einmal mit Amaryllis und einmal so mit Bäumchen und Hirsch. Das Material habe ich hier schon ausgesucht, das ist Moos. Das ist halt nur bedingt im Wohnraum hält es, das ist halt einfach dann irgendwann wird es gelb. Das ist ja für draußen gedacht, aber eine Zeit lang hält es auf jeden Fall. Anstelle von den Bäumchen kann man natürlich auch eine Kerze nehmen. Pinienzapfen, Araucaria-Grün, dann so gewachste Äpfelchen, das bekommt ihr eigentlich in einem Blumenladen. Also wenn ihr mal nachfragt oder manchmal auch in Gärtnereien gibt es das. So, anfangen möchte ich erst mit der Amaryllis, dann stelle ich das mal hier zur Seite, gerade nach unten. Und dann sage ich noch dazu den Adventkranz, den ich auf Insta ja gepostet habe. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich den dieses Mal mache. Den würde ich aber gerne in die Story und später in die Highlights dann setzen auf Instagram. Und ich glaube, das waren ja auch die Leute, die auch auf Instagram so ein bisschen unterwegs sind. Das wäre ganz schön, wenn ihr da einfach vorbeischaut. Da zeige ich dann auch ein kleines Video dazu, also die komplette Anleitung praktisch. Mir war jetzt heute einfach nach Vasenfüllung. So, ich fange an und nee. Moment, erst mache ich außen. Ich wickele mir jetzt einfach so ein bisschen von dem Zierdraht hier rum. Und das mache ich jetzt noch später dann mit hinein in das Gefäß. Jetzt kommt die Amaryllis, also erst das Moos. Dann eine weißblühende Amaryllis. Einen Pinienzapfen setze ich rein. Der ist noch so ein bisschen harzig. Das ist auch schön. Und so ein paar weiße Äpfelchen, die sind so gewachst. Man kann das auch selber machen, indem man halt in Wachs so kleine Äpfel taucht oder auch größere Äpfel. Also man kann das auch selbst machen. Halten halt auch ganz gut. Das ist so die Hülle außen und dann fangen sie nicht an zu faulen. Bisschen als Gruppe. Und jetzt würde ich gerne von innen und außen so ein bisschen die Kiefernadeln staffeln, dass es hier noch mal so ein bisschen Höhe hat. Das darf sein. Das ist jetzt so ein Draht und jetzt wickele ich einfach um die obere Stelle vom Draht so ein bisschen von dem Zierdraht.
dass man dann die Kiefernadeln ein bisschen mit dem Draht verschachteln kann, dass das einen Halt hat. Einfach so eine längere Wurst machen, so in etwa. Das hält nicht. Machen wir einmal ein Draht drum. So. Noch ein bisschen Moos, damit das auch besser hält. Immer so nacharbeiten hier. Und jetzt mache ich auch einfach so eine Spielerei mit den Kiefernadeln in den Draht. Ich mag halt gern so floral gestaltete Sachen. Ihr könnt auch einen Zweig nehmen einfach. Und dann will ich das so ein bisschen verbinden mit nach außen. Und hier dann in den Draht, den ich schon drum gewickelt habe. So, nach einigem Gefriemel, tada, das Licht ist an. So, dann habe ich hier noch so eine Schneeflocke aus irgendeiner Weihnachtsschachtel entdeckt. Da gibt es echt viel zu entdecken, was man so alles über die Jahre aufhebt. Und die klebe ich jetzt einfach noch hier dran. Das ist jetzt noch mein kleines Accessoire. Oder hättest du da hinkleben sollen? Ich mach's nochmal weg. Ja, Achtung. Ah, nee, ich mag's da. So. Und das zieht Fäden. Der eine Stern ist hier jetzt voll mit Schneeflocke. Es ist kein Stern. Ist jetzt hier voll mit Fäden. So. Das machen wir wieder weg. Bahnen sind einmal geklebt, das ist aber auch echt hier. Das gibt's nicht. Ich räume mit einem Fahren den ganzen Tisch hier ab. So, jetzt. Das wäre Gefäß Nummer 1. Da hätte ich zwar lieber so. Ja, das passt. Nach vorne.
Ja, aber ich brauche ja Platz. Ich kann es jetzt nicht nach vorne stellen. Also zu mir, ich brauche das einen Platz für das nächste Gefäß. So, ich räume schon mal hier ein bisschen weg. Ich stelle es jetzt zur Seite. Ist jetzt drauf. Okay. Jetzt dann die andere Gefäßfüllung. Passt von der Position? Gut. Also, dann machen wir jetzt so eine kleine Landschaft mit Bäumchen. Das packen wir noch ein bisschen ein. Oh, die sind so süß, die Bäumchen. Ich habe draußen vor der Tür jetzt schon mal ordentlich aufgeräumt und habe sogar Pilze in meinen Töpfen entdeckt. Wunderbar. So, ich weiß gar nicht, mit Pilzen kenne ich mich nicht aus. Fand es aber mega lustig, weil es ganz viele waren. Und habe jetzt schon mal alles ausgeräumt und das wird jetzt demnächst mal bepflanzt. Und da gehe ich auch noch mal mit einem Kurzvideo drüber, wie es dann vor der Tür aussieht. Wir hatten jetzt auch noch mal Probleme mit unserem PC. Darum konnten wir jetzt auch mit den Videos gar nicht beginnen. Das war jetzt ein größerer Akt. Drum, ich hätte gerne die Woche, also ich hätte gerne früher was gezeigt, also früher ein Video gemacht. Leider, leider hat der PC gesponnen, das ging nicht. So, einmal Hirsch, einmal Pinienzapfen. Ich weiß nicht, ob der Hirsch noch einen Gesellen braucht. Das gucke ich mal. Bisschen die Lichterkette noch vielleicht. Die könnte man auch wunderbar nach außen machen. Das wäre auch schön. Dann noch ein paar Äpfelchen. So, die fallen ja ganz klar von den Bäumchen. Ist ja auch fast ein Apfelbaum. Drücke ich jetzt auch noch mal mit dem Draht drumherum. So, die Lichterkette habe ich jetzt innen reingearbeitet. Jetzt habe ich noch so kleine Äste entdeckt. Die stecke ich jetzt noch mit rein. Bisschen Moos noch. So einen kleinen Apfel, den habe ich mir hier schon angedrahtet. Den hänge ich jetzt einfach an den Ast, dass da jetzt noch mal sowas über das Gefäß guckt. So.
So, das ist jetzt das Glas Nummer 2. Ich drehe es nochmal. So, seht ihr es? Der Hirsch, mein Mann schimpft die ganze Zeit, dass der Hirsch schief steht. Da müssen wir noch ein bisschen stützen. So, gerade? Gut. Also, das waren die 2 Gläser gefüllt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Und auf Insta bin ich ja auch immer noch unterwegs. Also, da gibt es auch noch was zu gucken. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Zeit. Tschüss.